Der flackt im Bog drin, der flackt aufrecht im Bog drin. Du Zipfel, Alter, ich schrei die ganze, das halbe Dorf zusammen nach dir und du hängst im Baum drin. Was? Ich brauch die, weißt? Ne? Servus, liebe Begleiter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, Frühling in Bulgarien. Und was steht im Garten als erstes an im Frühling? Bäume schneiden, natürlich. Und bei so einem schönen Wetter macht es natürlich auch Spaß. Und da kann man sich auch mal eine Pause gönnen, ne? Komm mal runter. Hi. Ja, und ein Baumschnitt ist natürlich notwendig. Wenn man einmal mit Bäume schneiden anfängt, dann muss man das regelmäßig machen, weil der Baum natürlich auf den Baumschnitt mit verstärktem Wachstum reagiert. Man kriegt eine bessere Obsternte. Aber bei uns ist das Problem, als wir das Haus gekauft haben, stand es natürlich vorher ein paar Jahre leer. Und dementsprechend wurde auch an den Bäumen nichts gemacht. Und wenn man mit dem Baumschnitt zu lange wartet, dann passiert sowas. Könnt ihr euch hier wunderbar an dieser Mirabelle anschauen, was da passiert. Der Baum wird irgendwann zu schwer und bricht einfach weg. Also hier war, wenn du mal ein Stück weiter zurückgehst, hier war genauso ein Monster an Geäst. Hüten auch. Das muss natürlich auch runter, weil sonst kommt der auch irgendwann runter. Der Baum kann das nicht mehr tragen. Und dann hat man natürlich jede Menge von dem Zeugs nachher. Äste, blablabla. Bla bla. Was macht man damit? Wie der Videotitel schon verrät, verbrennen wir das Zeug nicht. Das wäre die bulgarische Lösung. Einfach auf den Haufen, Entschuldigung, und anzünden. Aber wir wollen der Natur auch ein bisschen was zurückgeben. Und deswegen haben wir hier eine Totholzecke. Ich habe euch das mal ein bisschen aufgegliedert. Dieser Teil, den habe ich ein bisschen abgedeckt. Der ist jetzt 3 Jahre alt und da könnt ihr ganz gut sehen, hier ist kaum noch Kleinzeug. Das ist alles schon von den Tieren und von der Witterung klein gemacht worden, nach unten transportiert worden. So ungefähr sieht es, geh mal von der Seite, glaube ich. So ungefähr sieht es nach einem Jahr aus. Da ist noch relativ viel Kleinzeug dabei. Und im letzten Teil von der Totholzhecke, der Bereich ist schon fertig. Da wird auch nicht viel abgefangen, weil das ist alles in sich so miteinander verwoben. Da bricht nichts auseinander. Das kann eigentlich so stehen. Ich mache es nur nachher aus optischen Gründen, werde ich es nochmal verändern. Aber das zeige ich euch dann, wenn es fertig ist. Der Vorteil an der Geschichte ist natürlich, das ist wirklich ein Habitat für alle möglichen Lebewesen, für Kleinstlebewesen bis hin zu Eidechsen und. Also alle finden da irgendwo ihre Etage, die sie mögen. Entweder oben drin, unten drin. Die Vögel kommen auch immer mal wieder vorbei, schauen sich die Geschichte an, holen vielleicht Nistmaterial, keine Ahnung, Finken und so weiter. Kommt eigentlich alles mal immer wieder hierher. Und wenn euch sowas auch gefällt, aber ihr das nicht so wild haben wollt, da gibt es dann auch eine Möglichkeit. Und zwar kennt ihr ja diese Gabiolen, diese Dinger, wo normalerweise die Steine reingeschichtet werden, diese Metallkörbe. Und ja, dann könnt ihr das Holz auch in so ein Teil reinschichten. Und wenn ihr nur einen kleinen Garten habt, dann habt ihr halt nur so ein breites Totholzkonstrukt. Immer noch besser als gar nichts. Kann man auch schön aufschichten, dass es noch dekorativ ist. Das wäre noch eine Option, wenn ihr nicht so viel Platz habt wie wir. Und hier dieser Bereich, das ist ganz am Ende von unserem Grundstück und der soll sowieso relativ naturbelassen werden und wird relativ selten gestört und ja, ein bisschen was an die Natur zurückgeben, ist auch immer eine schöne Sache. Hat sich auch schon bewährt. Weil jetzt nach 2 Jahren hatten wir im letzten Sommer zum ersten Mal ein Chamäleon hier rumlaufen.
Ja, also man merkt, die Natur nimmt alles dankbar an und das sogar ziemlich zügig. Ja. Gut, wenn die ganze Geschichte fertig ist, zeige ich euch nochmal ein Update. Dann schaut es noch nicht mehr so vogelwild aus. Also werdet ihr dann schon sehen. Ist eigentlich eine ganz dekorative Geschichte, gerade wenn man so ein bisschen einen rustikalen Touch in einer Ecke von seinem Garten gerne mag. Aber das in einem anderen Video. Und für heute, ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter schneiden und so. Nichts mehr schlafen im Baum. Du machst mir jetzt erstmal Gurkenglas auf. Ich mache dir dein Gurkenglas auf. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch weitere Videos von uns interessieren, gerne abonnieren. Und wenn ihr mögt, dürft ihr auch gerne das Video mal teilen. Auf Facebook oder Instagram oder was es da alles gibt für ein Gedöns. Ja, vielleicht mögen ja eure Bekannten die Idee von der Totholzhecke auch. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch.